Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir haben das Lager aufgeräumt. Der Broger hat bekommen, was er verdient hat. Und wir haben jetzt eine Audienz beim Don. Und hinein geht's. Wer ist denn der Don? Du bist bestimmt nicht der Don, oder? Ist was? Nö. Fincher. Wenn du keinen Ärger haben willst, dann solltest du lieber erstmal mit dem Don sprechen, Kleiner. Ja, da ist eine Ansage. Dann reden wir direkt mal mit dem Don. Don. Hey, du! Was fällt dir ein, hier einfach reinzuspazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Ja, wir wollen doch... ja, zu dir. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich komme, um dir meine Dienste anzubieten. Ach, so ist das. Ich hab schon genug Leute. Warum glaubst du, sollte ich gerade ein besonderes Interesse an dir haben? Ich bin gut. Dann überzeuge mich. Und zwar schnell. Wenn du das allerdings nicht schaffst, werde ich dich persönlich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Okay, den Don überzeugen. Ja, die Rachel sollten wir ja nicht verpetzen. Wir haben hier ein goldenes Schwert. Ich habe das goldene Schwert, das du wolltest. Das ist Oscars Werk. Das sehe ich sofort. Die Arbeit eines geschickten Goldschmieds. Du musst einiges angestellt haben, um es dem alten Zausel abzunehmen. Sehr beeindruckend. Hier, für diese Leistung hast du dir einen Teil meines Goldes verdient. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist dieser Kerl, über den sie hier alle reden. Du hast da draußen bei meinen Männern einen ganz schönen Wirbel veranstaltet, Freundchen. Selbst meine rechte Hand, Fincher, ist auf dich aufmerksam geworden. Und das will was heißen. Er meinte, du hättest Potenzial. Naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich werde dir trotzdem eine Chance geben. Ja, wir haben doch gesagt, wir sind gut. Wie ist die Lage? Dir ist sicher nicht entgangen, dass wir hier in dieser modrigen Tempelruine festsitzen. Der Inquisitor hält die Hafenstadt und die Vulkanfestung in festen Händen. Er krallt sich mit seinen Klauen daran wie der Wolf an seine Beute. Tag für Tag schickt er seine Leute aus, um die Ruinen auf dieser Insel zu erschließen und auszubeuten. Und fast täglich werden es mehr. Jeder, der nicht spurt, wird in seine verfluchte Vulkanfestung verschleppt und zwangsrekrutiert. Der Inquisitor. Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ich kontrollierte den Handel, die Freudenhäuser und die Warentransporte der Hafenstadt. Doch dann kam der große Knall und die ertragreichen Jahre waren gezählt. Es herrschte Chaos in den Straßen. Der Handel brach zusammen und die Bauern wurden von den Biestern aus den Tempelruinen bedroht. Doch das Ganze hatte auch etwas Gutes. Wir erkannten schnell, dass in den Ruinen eine Menge Gold zu finden war. Also verließ ich mit meinen Leuten die schützenden Mauern der Stadt, um das Gold zu bergen. Dummerweise übernahm der Inquisitor genau in diesem Moment der Unachtsamkeit die Macht über die Insel und meine Stadt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also tat ich das einzig Vernünftige. Ich wich zurück, hierher, in diesen Sumpf. Also natürlich schlecht gelaufen. Was sucht der Inquisitor in den Tempelruinen? Ich weiß nur, dass die Weißen alles, was sie dort finden, zu ihm in die Vulkanfestung bringen. Die Magier der Vulkanfestung unterstützen sie dabei. Sie scheinen mittlerweile fast jede Ruine auf dieser Insel zu kontrollieren und zu plündern. Diesen Tempel hier haben sie bisher gemieden. Die große Frage ist, wie lange noch? Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Ich will meine Hafenstadt zurück, bevor der Inquisitor mit seiner weißen Armee hier angerollt kommt. Dazu habe ich vor geraumer Zeit einen meiner besten Männer in die Stadt geschickt. Er soll von dort mit ein paar Leuten meine Rückkehr vorbereiten. Doch seit einigen Tagen höre ich keinen verdammten Mucks mehr von ihm. Das ist inakzeptabel. Die Weißen haben euch noch nie angegriffen? Noch scheuen sie den offenen Krieg mit mir und meinen Männern. Doch wenn sie in den anderen Ruinen nicht finden, was sie suchen, dann werden sie hierher kommen. Ich habe genug gehört.
Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte jemanden, der sich in der Hafenstadt unter meine Leute mischt und herausfindet, was zur Hölle da schiefläuft. Du bist noch nicht lange hier. Du hast ein unverbrauchtes Gesicht und Feuer im Bauch. Ich habe keine Ahnung, ob meine Jungs noch leben oder noch schlimmer. Allesamt könnten übergelaufen sein. Du könntest für mich in die Hafenstadt gehen und herausfinden, was zur Hölle da los ist. Ja, das machen wir doch auch. Wie heißt dein Mann in der Hafenstadt? Wenn du wirklich so gut bist, wie du behauptest, wird es für dich ein leichtes sein, ihn zu finden. Denn wenn du es nicht schaffst oder gefangen genommen wirst, hat sich die Sache sowieso erledigt. Ich werde meinen eigenen Mann nicht in Gefahr bringen, nur weil ich dir seinen Namen genannt habe. Ja, der Don ist nicht auf den Kopf gefallen. Wie kommt man in die Hafenstadt, ohne von den Weißen rekrutiert zu werden? Am hinteren Stadttor steht meist eine Wache der alten Stadtgarde. Gib ihm ein paar Münzen und er wird dich reinlassen. Verstehe. Also wieder gegen Gold? Wegen deines Goldhaufens. Mach dir mal weniger Sorgen um das Gold. Kümmere dich lieber um deine Aufgaben. Nee, Proger. Ich hab schon verstanden. Na also, das ist auch besser für dich. Rachel hat uns ja gebeten, dass wir nichts sagen. Das tun wir natürlich auch. Ich brauche eine bessere Rüstung. Erst wirst du mir beweisen, dass du es wert bist, in meine Bande aufgenommen zu werden. Dann erst kriegst du deine Rüstung. Okay, also kriegen wir jetzt keine super Rüstung. Wir haben aber noch die Arbeiterkleidung, die wir uns gleich noch organisieren. In Ordnung. Ich werde für dich zur Hafenstadt gehen. Gut, dann geh und finde heraus, ob meine Leute noch loyal sind. Also erzählst du besser niemandem, dass ich dich geschickt habe. Ach ja, eine Sache noch. Ja? Der Inquisitor. Sammle alle Informationen, die du über ihn kriegen kannst. Hier in diesem Loch bin ich taub und blind. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da draußen wirklich ist. Ich muss wissen, was dieser Fanatiker vorhat. Und lass dir nicht zu viel Zeit, sonst komme ich dich holen. Klar? Irgendwann geht das hier alles. Alles klar, dann müssen wir in die Hafenstadt und Informationen sammeln. Was ist das denn? Hey! Vorsicht, Mensch! Fass Gold nicht an, Mensch! Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Karakos bewacht Goldhaufen. Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don dich etwa angeworben? Don Esteban, starker Kämpfer. Rettet Karakos. Karakos schuldet Leben. Jetzt dient Karakos Don Esteban. Für Ehre von Karakos. Coole Sache. Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Karakos. Karakos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig. Ehre ist wichtig. Nicht Gold. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Karakos stärker als Menschen. Karakos kämpft gut. Ganz bestimmt. Karakos zeigt Menschen Stärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Karakos macht dich stark. Karakos kennt Axtkampf. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Und dann haben wir noch einen weiteren Trainer. Mehr Stärke, Axtkampf. Schweren Nahkampf-Äxten, Seitenschläge ausführen. Und hier ist der große Goldhaufen. Oh, da liegt sogar etwas drauf. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt einfach nehmen können. Ich glaube, Karakos wird uns da... Was willst du? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Und deine Wache. Da hinten wohnt also der Don drin. Was willst du? Nix mehr. Nee. Ja, am Gold sollten wir uns nicht bedienen. Karakos wird uns da direkt auf die Mappe hauen. Sterben sie doch. Was haben wir hier noch? Ein Buchständer.
Wie viele? Gold und Wasser. 20? Die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Erfahrung, cool. Das letzte Schiff hat vor Monaten hier angelegt. Nur eine Pflanze im Tempel. Irgendwann geht das hier alles den Bach runter. So, aber jetzt mal hier, Kämpfer Fincher. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Haben wir ja auch nicht vor. Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst... Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen. Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Was heißt das? Die Weißen sind schon sehr nahe gekommen. Unweit des Sumpfes im Südosten hat sich kürzlich eine kleine Gruppe von ihnen niedergelassen. Sie plündern schon seit Tagen die kleine Tempelruine, die aus dem Boden geschossen kam. Wenn wir diesen Vorposten einnehmen könnten, wären wir sicher schon einen großen Schritt weiter. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ah, so, er bringt uns auch etwas bei. Schwertkampf, Armbrust und Stärke. Sehr gut. Wer genau soll den Vorposten der Weißen einnehmen? Broger und seine Krieger sollen sich darum kümmern. Ach, tatsächlich? Ich denke nicht, dass sich Broger auch nur ein Stück bewegen wird. Der hat ganz andere Dinge im Sinn, als sich für den Don in einer Schlacht verheizen zu lassen. Und seine Jungs sind alles andere als kampfbereit, das kann ich dir sagen. Und wer soll jetzt deiner Meinung nach die Krieger anführen? Ja, das werden wir tun. Ich werde das tun. Du? Wie willst du das denn anstellen? Das lass mal meine Sorge sein. Große Worte. Na schön, wir werden sehen, ob du es schaffst, die Weißen zu besiegen. Viel Erfolg! Geh zu den Kämpfern und sage ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden dich unterstützen. Oh, cool. Aber wenn wir das machen, haben wir es uns ja auf jeden Fall verscherzt bei dem Inquisitor. Dann müssen wir auf jeden Fall bei den Banditen mitmachen, aber ich glaube, das hatten wir doch so und so vor. Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Aha. Wieder 10 Erfahrung. So, wer ist denn hier? Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Heilung hört sich gut an. Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie. Und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Ja, Alchemie haben wir ja auch gelernt. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen und das Wissen anzuwenden. Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Lehrzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren. Jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Sei also gewarnt. Also dürfen wir auch Tränke einfach so zusammenbrauen? Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen.
Forschungen? Oh ja, es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Also sind die ganzen Tempel noch magisch verschlossen? Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung, des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. Ja, Spruchrollen, davon haben wir bestimmt auch schon welche gefunden. Was müsste ich tun, wenn ich Novize der Magie werden wollte? Dann würde dich dein Weg zur Hafenstadt führen, mein Sohn. Na, Hafenstadt entscheidet sich das also. Erzähl mir mehr über deine Studien. Die Erbauer haben viele gefährliche Geheimnisse. Sie waren ein sehr hochentwickeltes Volk. Nehmen wir mal dieses Gestein hier. Die Erbauer nannten es Obsidian. Es ist außerordentlich widerstandsfähig. Offensichtlich hat es ihnen als Rohstoff für ihre Waffen und Rüstungen gedient. Eine Waffe aus diesem Material fügt einem Gegner im Kampf immens hohen Schaden zu. Interessant. Wo finden wir das denn? Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? So, wir können Mana hier. Maximales Mana erhöhen, die Alchemie auf 2, die haben wir auf 1. Zeig mir deine Ware. Und handeln. Was hat er denn dabei? Auf jeden Fall eine Menge Heiltränke, das ist super. Wasser, Wein, Fläschchen, eine Menge Spruchrollen. Telekinese. Rezeptur, da haben wir sie doch. Für einen kleinen Heiltrank. Die nehmen wir mit. Mana-Trank, da weiß ich nicht, ob wir den Mana-Trank brauchen. Ja, der normale Mana-Trank, starker. Dabei haben wir ja auch so viel Gold. Wir behalten erstmal das eine Rezept. Wir brauchen auf jeden Fall noch Fläschchen und etwas Wein. 50 Stück? Nee, gib uns doch mal 10. Und 6 mal Wein. Richtig? Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. 270 Gold schon. Das machen wir doch einfach mal. So, jetzt haben wir eine Rezeptur und war an der Alchemietisch. Ne, hier ist auch eine Rezeptur. Können wir die das nehmen? Wird sich doch nie ändern. Mal vorher speichern. Tatsache, die durften wir nehmen, okay. Ja, jetzt können wir leider nicht an den Tisch, weil der Kormark da steht. Da müssen wir, glaube ich, warten, bis er sich wegbewegt. Können wir mit dem Kessel was machen? Ich kenne kein Rezept. Kein Rezept. Wir können also irgendetwas brauen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Mit dem Don haben wir gesprochen und haben einiges zu tun. Also bis gleich.